Ich hoffe, dass man mich ganz gut versteht durch den Wind hier. Die Felsen, die ihr rechts seht, ist die ehemalige Seitenmoräne des sogenannten Jammtalfernes hier aus dem Jammtal. Und wenn man mal rüberschaut, dann seht ihr auch die Seitenmoräne. Hier unten ist das ehemalige Gebiet, wo der Gletscher mal war vor 200 Jahren. Und damit grüße Sie und grüße euch. Ich nehme euch mal ganz kurz mit. Hier auf der Seitenmoräne des Jammtalgletschers, also der ehemaligen Seitenmoräne, das ist unter anderem ein Teil hier und der andere ist links, wo die Steine sind. Und noch weiter oben ist die nächste Moräne, Seitenmoräne, kann man etwas schlechter erkennen, aber hier auf jeden Fall ist die letzte große Seitenmoräne gewesen. Und da ist der Gletscher weg und die Felsen, die ihr hier seht, das sind so die typisch abgehobelten Felsen eines Gletschers. Und der hat sich nach da hinten zurückgezogen, da oben. Mit dem Günther hatte ich telefoniert. Der ist natürlich hellauf begeistert, dass die Schmelzsaison 2024 für die Gletscher vorbei ist. Hier im Jammtal im Tiroler Oberland, in der Silvretta müsste das sein, Silvretta-Gruppe, da hat es ganz wenig geschneit, ist also nur angezuckert. Das sieht in den anderen Regionen weiter nach Osten zu gänzlich anders aus. Von der Wetterlage her, übrigens die Wolken, die ihr hier seht, das ist auch so eine Art Hochnebel in hohen Höhen, weil es auf den Alpengletschern, auf den Bergen Schnee liegt, ist es deutlich kälter und da bildet sich so eine Art Wolkenschicht. Wie wir das vom Nebel kennen, ist hier direkt über den Bergen, aber nur hier. Sonst ist es ja wunderschön. Und es ist eigentlich eine warme Luftmasse. Nicht nur eigentlich, sondern auch uneigentlich, weil durch diese warme Luftmasse ist eben diese Wolkenformation da. Zum Wetter. Es ist so wahnsinnig spannend, hier hochzugehen. Wir haben jetzt noch ein warmes Wochenende. Am Montag überquert uns eine erste Kaltfront mit Schauern und Gewittern von West nach Ost. Im Osten ist es nochmal ganz nett, auch über 20 Grad. Ansonsten geht's runter mit den Temperaturen. Dienstag, klassisches Rückseitenwetter. Es wird deutlich kühler und windig. Und dann am Mittwoch kommt das nächste Tief herangezogen. Im Vorfeld dieses Tiefs gibt es im Südosten Föhn. Der wird in den Ostalpen wahrscheinlich bis Donnerstag anhalten. Sonst ist es regnerisch und stürmisch, auf der Regenseite kühl, auf der Föhnseite warm. Eigentlich eine Wetterlage, wie es im Oktober typisch ist. Jetzt kommen wir hier übrigens auf den Kamm der Seitenmoräne und hier kam ein anderer Gletscher runter. Und da sieht man die Seitenmoräne eben des anderen Gletschers, da oben ist er drin. Die sind hier also sich fast ins Gehege gekommen. Und dieser Steinwall hat sie getrennt. Danach, Donnerstag, Freitag, kommt eine massive Abkühlung. Teils sogar mit einstelligen Höchstwerten im Regen. Und dann wird es in den Alpen mal wieder bis 1500 Meter Höhe runterschneien. Und danach deutet sich ein kaltes Hoch an. Und all das, was mit diesem Übergang von der warmen zur kälteren hochreichenden Polarluft passiert, passiert mit viel Wind. Oft auch mit Sturm. An den Küsten wird es sehr, sehr stürmisch werden. Und danach, haben wir schon drüber gesprochen, gibt es eine gewisse Modelluneinigkeit. Heute wurden wieder mal die kälteren Läufe favorisiert. Das hieße dann kaltes Oktoberwetter nach dem Hoch mit wechselhaftem Wetter, schon Spätherbst-Touch, Schnee bis deutlich unter 1500 Meter Höhe runter, teils sogar in den Hochlagen der Mittelgebirge. In den Alpen, in den Lagen hier, pures Winterwetter, im Flachland einfach schmuddelig. Die anderen Varianten gehen davon aus, dass wir tief vorderseitiges Wetter haben, nochmal mit Sonnenschein und milderen Temperaturen. Aber egal, welche Variante kommt, alles wäre auf Sand gebaut, weil es eine sehr wechselhafte Lage ist. Und damit wird der Oktober erst einmal sehr rau starten und die Allüren des NOAA-Modells, des CFS da, mit dieser extremen Wärme für den Oktober, das kann man mal ganz geschmeidig knicken. Aber das kennen wir ja nicht anders von dem Modell. Wir wollen jetzt auch nicht über sowas reden. Schaut euch das hier nochmal an. Jetzt gehen wir noch
auf diesen Gipfel da vorne rauf. Der ist knapp 2,7 hoch. Und noch etwas zu den Bergen. Es ist hier ein Flair wie normal Ende Oktober, Anfang November. Die Skisaison auf den Gletschern hat begonnen. Und in Lage von oberhalb 2000 Meter Höhe wird hier der Winter einziehen und dann auch bleiben. In den Ostalpen ja ohnehin. Und das ist auch gut für die Gletscher, für die oberen Skigebiete und für den Wasserhaushalt nach diesen gletscherfeindlichen Jahren der vergangenen Zeit. Gerade die letzten 6 Jahre waren ja dramatisch. Aber mehr dazu dann auch noch vom Günther. Morgen im Video. Jetzt nochmal ein letzter Blick. Hier war mal ein Gletscher. Der ist da oben noch drin, aber den sieht man kaum noch. Mit der Seitenmoräne. Hier die Gegend. Und da hinten ist der Jamtalgletscher drin. Und zur Orientierung, hinter diesen Gipfeln ist der Srilwetter Stausee. Ja, soweit die Meldung, mal ganz anders aus den Alpen. Habt einen schönen Samstagabend und bis morgen.